Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2. Neue Diagnoseschleife. Wow. 1000 Rotationen. Wiedereinleitung des Graphiten. Wiedergabe für erfolgreiche Ortung. Oh, da liegt einer im Wasser. Jetzt müssen wir warten. Ja, da kommt sie schon. Oh, sie wird sogar vom Vogel begleitet. Das war recht einfach. Was ist los? Kriegst du die Kurve nicht? Dann schwimme ich eben dahin. Habe ich auch kein Problem mit. Das war's? Ja. Der Niedergang von Kanaka? Von nun an wird der Herzog von besseren Sternen geführt. Zurück zur Dreadful Whale und dann weiter nach Dunwall. Mhm. Ja, endlich. Um mir den Thron zurückzuholen und meinen Vater zu retten. Sind Sie bereit? Bringen Sie mich zum Schiff zurück. Gut, wie Sie wünschen. Na, nicht tödlich. Guck mal, oh, sehr gut. Mein Leben änderte sich, als ein Attentäter namens Daud meiner Mutter ein Schwert in die Brust stieß. Jetzt komme ich mit der gleichen Absicht nach Hause. Hat Daud das gespürt, als er die Tat plante und sich fragte, wie es ist, eine Kaiserin zu töten? Welchen großartigen Plan sie auch haben mögen, Delilah, sie haben mir diesen Ort auf kluge Weise gestohlen. Sie wussten, wen sie bestechen mussten und nahmen mir den stärksten Verbündeten. Meinen Vater. Aber sie kannten mich nicht. Sie sahen nur eine behütete Prinzessin. Sie dachten nicht, dass ich zurückschlage. Sie kennen mich nicht, Delilah. Noch nicht. Hm. Ich liebe das, so ein persönlicher Rachefeldzug. Geil. Okay, Tod der Kaiserin. Ein Lebewohl. Ich trauere ein zweites Mal. Wie war es, ihr Herz stets in der Nähe zu wissen und doch nicht in der realen Welt? Es war ihre Weisheit, ihr Verständnis, ihre Stimme, ihre Liebe, Mutter. Jetzt habe ich dich zum zweiten Mal verloren. Ich wusste, dass ihr Geist gefangen war. Ich wusste, dass sie befreit werden musste. Nur wie? Natürlich fand sie einen Weg, mir zu helfen. Ein letztes Mal. Nein, ich werde nicht weinen. Noch nicht. Nicht bis meine Arbeit getan ist. Nun steckt ein anderer Geist im Herz. Eine andere Stimme, Delilah Copperspoon. Die Lügnerin, die Throndiebin, Delilah, selbstsüchtig, hinterlistig und grausam. Der Herzog von Kanaka. Vor gar nicht allzu langer Zeit hätte ich Herzog Abele mit Freuden ein Messer in die Brust gestoßen. Doch es hat sich eines etwas subtilere Gelegenheit ergeben, die ich ergriffen habe. Der Herzog lebt noch, doch er wurde weggeschafft, da man dachte, er wäre sein wahnsinnig gewordener Doppelgänger. Und der wirkliche Doppelgänger? Ich glaube, er wird ein viel besserer Herzog, als es der echte Abele jemals war. Das Volk wird niemals erfahren, warum sein Herrscher plötzlich weise und im Ton freundlicher wurde. Und vielleicht fragt es sich, warum Kaiserin Emily sich genauso plötzlich verändert hat. Ich bin nicht mehr dieselbe wie vor 2 Monaten. Jetzt gibt es nur noch eine Aufgabe, bevor ich ruhen kann. Corvo, mein Vater, ich komme. Verlasse Serkonus.
Paolo wird wahrscheinlich zum Anführer in Serkonus aufsteigen. Ich muss zugeben, dass es eine unorthodoxe Entscheidung war, ihm zu helfen, aber er genießt das Vertrauen des Volkes und die Heuler sind mehr als nur eine Straßenbande. Sie haben eigene Handelsrouten, einen eigenen Moralkodex. Ich bin gespannt darauf zu sehen, ob sie hier etwas verbessern können. Vielleicht unterstütze ich sie sogar, wenn ich mir meinen Thron zurückgeholt habe. Zurück in Dunwell. Mein Zuhause. Hier sind zweifelsohne schreckliche Dinge geschehen, seit ich gegangen bin. Seit ich gezwungen wurde zu gehen, wird die Stadt zerstört sein? Werden sich die Leute aus Angst in ihren Häusern verstecken? Versuche ich mich zu beruhigen, indem ich mir das Schlimmste vorstelle? Was, wenn ich die Stadt in besserem Zustand als früher vorfinde? Wenn Delilah bessere Arbeit als ich leistet? Nein, das wird wohl nicht der Fall sein. Ich kenne Delilah und ich... Einen Moment. Und mich kenne ich jetzt ebenfalls besser. Ich habe ein schlechtes Gewissen wegen der Dinge, die ich hätte besser machen können, bevor das alles begann, weil ich eine Kaiserin war, für die nur wenige kämpften. Ich weiß nicht, was ich sehen werde, aber was auch immer mit meiner Stadt geschehen ist, Trauer oder Wut dürfen meinen Geist nicht vernebeln. Denn die Zerstörung Dunwall wird nicht schwer auf Delilah lasten. Sie weiß bestimmt, dass ich komme. Sie hat aus der Ferne zugesehen, wie ich einen ihrer Verbündeten nach den anderen aus dem Weg geräumt habe. Fühlt sie sich verletzlich? Oder war das schon die ganze Zeit über ihr Plan? Jöjö. Immer noch eine Rune. Habe ich echt keine gefunden? Knochenhandwerk, Schattentod. Knochenhandwerk, Blutdurst. Stelle deinen eigenen Knochenhandwerk her, wobei die Gefahr besteht, dass sie verderben. Noch eine seltsame Wendung. Mächtige Personen und die Leichen. Huch! Ihr sind beachtlich, was Delilah geleistet hat, sich bei ihrer Herkunft den Thron zu schnappen. Zumindest... Ja, ist doch nicht von Paolo, das ist ja, wie jetzt hier sind. Wissen Sie wohl, wohin es geht und was zu tun ist? Sie haben so viele getötet. Was ist da schon einer mehr? Wenn jemand es verdient, dann Delilah. Sie muss sich für so vieles verantworten. Mittlerweile misstraue ich solchen Worten wie verdienen. Wie schon gesagt, ich kenne sie von früher. Tief im Innern, schwer verwundet, doch gerissen. Und auf der Suche nach einem Ausweg. Mehr als alles andere konnte Delilah sich die Welt als besseren Ort vorstellen. Hätte man das doch nur für etwas weniger Kriminelles nutzen können. Es ist wohl zu spät, noch etwas zu bereuen. Reue ist keinem fremd. Ich bereue jetzt vor allem, dass ich keine Zeit mehr habe. Passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen, Anton. Aber ein schönes Bild von uns. Megan erwartet sie draußen an Deck. Sie wirkte so verschlossen. Noch mehr als sonst. Mhm. Braucht den Schlüssel von ihr. Mörder in den Gassen. Mörder, die um Throne kämpfen. Wo? Hey, da sind sie ja. Da ist der Schlüssel. Megan, ich nehme das Beiboot. Ich will allein zum Dunwall Tower.
In Ordnung. Aber wie genau töten Sie Delilah? Wenn Sie sie verschonen, rächt sie sich früher oder später. Ich tue, was notwendig ist. Niemand nimmt, was mir gehört. Zögern Sie aber bloß nicht. Delilah ist gefährlich. Machen Sie sich darum keine Sorgen. Ich werde garantiert nicht zögern bei der Kuh. Jetzt muss ich wieder nach ganz unten. Alle müssen sterben, so wie meine süße Delta. Zug im Dreck lag, aber ich denke, dass der Tod uns sehr nahe liegt. Marionette zu befreien. Niemand außer dem Outsider, der alles sieht, seine eigenen dunklen Gedanken hegt und nur zu wenigen Auserwählten spricht. Unsere Entscheidungen betreffen immer irgendjemanden, irgendwo. Und früher oder später, ohne dass wir es ergründen können, kommt alles auf uns zurück. Als Junge kam ich aus der Konos nach Dunwall. Ich war ein Auftragsmörder und hörte als einer der wenigen die Stimme des Outsiders. Daut? Ich habe eine Kaiserin getötet, aber ihre Tochter gerettet, die einmal das Reich regieren wird. Das waren meine Entscheidungen. Ich werde dafür einstehen. Oha. Das ist ja sehr interessant. Sie ist weg. Wohin kann sie denn sein? Ich kann das ja noch mal vorlesen. Daut über Delilah. Niemand wird jemals erfahren, was es bedeutet, Emily Caldwin. Daut über Delilah. Hä? Ich hab doch gerade ein... So, welcher Tag ist heute? Eigentlich ist es egal. Ich weiß nicht, was passiert, das weiß niemand, aber ich habe das Gefühl, dass wir bald alle tot sind. Alle müssen sterben, so wie meine süße Daedra, die zuckend im Dreck lag. Aber ich denke, dass der Tod nun sehr nah ist. Die Luft fühlt sich seltsam an, der Wind weht aus Westen. Ich habe eine tote Möwe im Schaum treiben sehen. Geh nicht nach Dunwall, Billy. Das sagen mir alle diese Vorzeichen. Ich könnte abhauen, ihn endlich suchen, ihn das alte Messer selbst. Sie könnten sich ein anderes Boot mieten, sie brauchen mich nicht. Also könnte ich abhauen. Ich sollte abhauen. Habe ich nicht schon genug geblutet? Warum bin ich dann noch hier? Total interessant. Warte mal, weiß der Dingens vielleicht noch was? Der Anton? Die ist einfach weg. Ja, wo kann die denn sein? Die kann ja jetzt nicht einfach verschwunden sein. Sie haben wohl das Bestmögliche getan. Oder zumindest werde ich das glauben. Was wollen die alle von mir? Die wollen alle, dass ich töte, dass ich das und das mache? Ja gut, am besten gar nicht töte, stimmt. Ah, die ist tatsächlich weg. Unwahl. Samuel mich doch nur sehen. Tod der Kaiserin.
ich zum Dunwall Tower, zurück zum Korb meiner eigenen Lust. Das werde ich. Delilah wird wieder sterblich sein. Sie lassen ihre Mutter in Vergessenheit geraten. Wissen Sie, wo meine Mutter liegt? In einem Kindersarg, ihre dünnen Beine unter dem Körper. Ich hatte kein Geld für eine richtige Beerdigung, aber mein Vater liegt in der Kaisergruft. Sie lügen. Sie können es immer noch nicht akzeptieren. Ihr Vater wurde als niemand geboren. Ich wohne im Herz ihrer Mutter. Mein Körper wandelt durch ihren zerfallenden Palast und schläft unter ihrer Decke. Eines hat mich Karnaka gelehrt. Man verdient nur dann den Thron, wenn man bereit ist, einen roten Teppich aus Blut davor auszurollen. Wir sehen uns schon bald. Dann sterben sie. Delilah. Also die Synchronsprecher ist einfach nur klasse, ne? Kann ich da irgendwie da? Muss ich nicht durch, ne? So, die Straßenbahntower sind verbarrikadiert. Tower selbst eine Ruine. Es muss irgendeinen Weg zum Haupteingang geben. Sieht aber... Oh, Hunde. Das ist scheiße unheimlich. Bauer, Frosch, ganz geschwind. Es war einmal ein König gekleidet, sehr adrett. Er ruhte am Feuer auf weichem Federbett. Und auch wenn seine Untertanen hungerten und schrien, so konnte niemand gänzlich den eiskalten Winden entfliehen. Boah, ich krieg voll Panik hier, ey. Verschwunden ist schnell all eure Weh. Doch die Worte des Königs unbedacht brachten ihn um den Kopf in jener Nacht. Still, mein Liebes, hab keine Angst. Mama wird singen, dass du schlafen kannst. Noch viele Stunden bis die Sonnensicht zeigt. Die Schrecken der Nacht erst dann sind weit. Das Lied ist scheiße unheimlich gerade gewesen. Ich habe mich total unwohl gefühlt. Boah, da sind die Wachen. Jemanden gehört? Dieser grünäugige Mistkerl hätte vor einer Stunde hier sein sollen. Ich kann ihm das Herz durchbohren. Ich glaube, hier sind Hexen. Es sieht aus, als wenn die Dingens keinen Strom hätten. Haben sie nicht. Wo muss ich denn hin? Dö. Oh Gott. Überall, eine ganze Straße ist mit Leichen gepflastert, ey.
Hunde, Wolfshunde, wie sie da sind. Oh, schrecklich. Da, Oh. Ja, irgendwas sagt mir, dass sie kein Interesse hat an Wachen. Die gute Frau. Gate Control, das muss ich drücken. Das Tor geht auf. Ich sehe da eine Pflanze, die mir nicht geheuer ist. Schleichen, die reagieren auf Geräusche. Oh, die Leute sind alle zu Stein verwandelt. Oh. Ja. Auf Hunde steht sie wahrscheinlich, als auf diese Wolfhunde steht sie wohl auch nicht. Stimmt Delilahs Werk. Ja, würde ich. Steinkohlenteer, Schweineplazenta, malt und wasche dein kräftiges Magenta. Zwei Hände, sieben, mischen, geschwind, stellen Pigmente her, blocken den Wind, flinke Finger mit farbigen Flecken, den Regenbogen für ihren Pinsel erwecken. Schattieren und tönen den ganzen Tag, zerstoßen und mischen für tiefstes Schwarz. Acht Hände, sieben, mischen, geschwind, stellen Pigmente her, blocken den Wind, flinke Finger mit farbigen Flecken, den Regenbogen für ihren Pinsel erwecken. Vier Hände, sieben, mischen geschwind, stellen. Kriegt die das nicht mit, dass sie nur noch alleine singt? Hä? Wo hast du dich versteckt? Vielleicht ist das ja von. Sie erst sieht, was ich mit einem Katzenfell und dem Knochen eines Ertrunkenen zustande bringe. Euch. Schnell die Tür wieder zu.
Scheiße. Ich glaube, ich gehe doch da drüben wieder lang. Ich muss an diesen alten Weibern vorbei irgendwie, ne? Und da liegen auch schon diese komischen Hunde. Da ist der Weg eigentlich der bessere. Na gut, Leute. Aber ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.